Tachchen, ihr Lieben. So, ihr seid die Letzten. Kann sein, dass ich nach dieser Legung erblinde oder so. Ich habe doch jetzt den Projektor aufgestellt. Eigentlich war es doch der Sinn und Zweck, dass ich das irgendwie anleuchte. Aber, nee, da müsst ihr jetzt durch. Das tut mir leid. Wie kriege ich das hin? Da brennt mir ja sonst mein Auge weg, wenn ich in den Laser gucke. Kann man jetzt irgendwas erkennen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss es noch ordentlich justieren. Ihr Krebse müsst jetzt da durch. So, Ramondik. Bald quatschen sie alle falsch wegen mir. Na komm schon. Kann ja nicht genug Licht sein. Ta-da-da-ta. Ihr Krebse, herzlich willkommen. Ihr werdet heute, also hier, ihr seid die Letzten in der Schüssel. Ihr habt euch versteckt, ihr seid weggekrabbelt. Es tut mir leid, auch für die Crosswatcher, die vielleicht für einen Krebs gucken. Ich nehme heute, erschreckt euch nicht, das Tarot V Vampire. Vampir, ja. Aua. Egal, wie es heißt, ich bin durch mit den Sternzeichen, ihr seid die Letzten. Ihr Lieben, wir gehen in eure aktuelle Energie, in die allgemeine. Ihr müsst natürlich darauf achten, das ist eine Tarotreise. Ich bekomme meine Impulse, jeder andere Kartenleger bekommt seine Impulse. Und wenn ihr was nicht zutrifft, dann bitte das auch nicht so annehmen. Ja? Also es sollte schon vom Gefühl passend sein. Dann ist es natürlich schön, wenn ihr da drin bleibt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, Positives wie Negatives bitte in dem Video drin lassen, falls ihr hier nicht resoniert und dann das Video verlassen. Dankeschön. Auch für die nervende Werbung, Dankeschön. Ich setze sie alle 10 Minuten. Alles andere habe ich nicht in der Hand, das ist dann YouTube. Und jetzt geht's los. Eure allgemeine Energie, was würde euer Engelbotschaftskärtchen hier mitteilen? Super. Wir haben hier die Karte abwarten und annehmen. Oh, das ist eine Entscheidung, die wird dir hier gerade überlassen. Ja? Entweder annehmen oder abwarten. Allgemeine Energie. Wir gehen rein in eine Orakelkarte über Krebs. Oh, der Wandel mit der 42 Quersumme 6. Der Wandel. 6 wäre hier auch stellvertretend wieder eine Zwillingsenergie. Die Liebenden, falls das zutreffen sollte für eure Energie. Ja, man weiß das ja jetzt nicht. Aber der Wandel steht hier bevor. Oder du machst dich bereit für den nächsten Wandel. Ist ja schön, wenn man nicht auf der Stelle bleibt. Ne? Ich sage ja auch immer, bleib so wie du bist. Nee. Aktuell ist es dann für diesen Zeitraum schön, dass man so angenommen wird. Aber bloß nicht so bleiben, wie man ist. Ja. Man muss sich ständig vorwärts bewegen, man sollte sich immer transformieren und wandeln und natürlich das ganze Ding jetzt nicht übertreiben, ja. Aber du wirst das vom Impuls merken. Wo geht der Wandel hin? Warum ist es jetzt nötig, einen Wandel zu machen, zu vollziehen? Wurdest du dorthin gelenkt, dann hat das auch seinen Grund. Dann, das kommt nicht von ungefähr, ja. Wir gehen mal rein in die Akasha-Chronik. Du hast den Erzengel Michael mit der 7. Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Bitte darum. Abwarten oder annehmen. Wann beginnst du hier mit dem Wandel oder fängt es ab sofort oder hat schon eingetroffen an? Ja? Vielleicht hat es schon angefangen. Vielleicht auch ein besseres Deutsch quatschen, Miranda. Wir gehen mal rein. Ich werde mit, also erschreckt euch hier bitte nicht, ja. Licht und Schatten ist was ganz Normales. Ihr sollt hier keine Angst bekommen, weil manche haben wirklich so ein bisschen Probleme mit Schwarz-Weiß-Kärtchen. Wir haben hier die Stärke. Ich weiß nicht, warum ich vorhin mal gesagt habe, die Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, was da in meinen Kopf gekommen ist. Wir haben hier eindeutig die 8. Ja, irgendwo war ich schon wieder mit meinem Schädel. Das ist die Löwenenergie, die Löwenkraft, die euch zur Seite steht, die vielleicht in eurem Aszendenten, Mond, Venus oder sonst wo oder mit eurem Gegenüber hier zu tun hat, die Stärke. Dieser Wandel ist nötig für eure eigene Stärke oder eure Stärke wird hier getestet, liebe Krebse.
Naja, wer soll durch den Panzer kommen, ne? Da kann man wirklich nur mit Schlagkraft. Also eure Stärke ist hier wieder ausgezeichnet in diesem Prozess, in diesem Wandel. Aktuell allgemein haben wir hier das Rad des Schicksals. Es kommt nicht von ungefähr, ja? Es muss für dich so sein. Es ist jetzt hier an der Zeit, dass du wieder in den Wandel kommst, der natürlich positiv ausgelegt werden soll und darf. Wir haben hier 5 der Stäbe. Hier ist sogar irgendwie dein Abwarten für mich drin, ja? Für dich selbst, ganz alleine in deiner Energie, dieses Abwarten von, hier brauche ich eine Pause, hier mache ich einen Stopp, hier überlegst du fast mit diesem Annehmen oder Abwarten, ja, diese Engelbotschaften. Wie viel investiere ich da nochmal rein? Lohnt sich das nochmal? Du machst hier für mich eigentlich eine positive Pause. Ja, du bleibst erstmal stehen, als ob du nochmal deine Energie da auftankst, ja. Als ob du da jetzt auch keinen um dich rum haben willst oder auch keinen, der dir hier irgendwie so reinredet oder irgendwas zugibt, sondern du machst das hier in deinem Prozess ganz alleine mit dir aus. Wir haben hier 10 der Münzen. Da soll es hingehen, ja? Guck mal. Das ist eine sehr schöne positive Karte, eine schöne positive Kraft. Dieser ganze Prozess, dieser Wandel ist eine Linie, die dich dorthin bringt, wo du was erreicht hast, wo du das auch sagen kannst von dir. Ich habe es geschafft, ich bin angekommen, ich habe hier was erreicht. Sollte es mit Finanzen oder mit einem Beruf hier auch zu tun haben, ist das genau auch die gleiche Energie. Ich habe hier was geschafft, da wollte ich hin. Ganz egal für welchen Bereich. Dein Wandel, du darfst am Ende sagen, da wollte ich hin. Das ist sehr, sehr schön, ja. Da wollte ich hin, da bin ich jetzt, trotz der Phasen. Was hat mich dazu gemacht, dass ich dorthin wollte? Über welche Steine musste ich laufen, ja? Welche Türen haben sich mir geschlossen? Welche Türen haben sich mir dadurch geöffnet? Du kommst auf jeden Fall dorthin, wo du hin möchtest. So. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Ich habe das Gefühl, ich sehe gar nichts mehr. Wo ist denn die Karte jetzt hin? Die ist ja schon... Warum seid ihr so frech zu mir? Ich finde die Karte nicht. Ah, ha, hier. Oh, ich habe das Gefühl, wartet mal kurz. Ich muss die... Ich habe die irgendwie falsch justiert. Ich habe ja schon ein grünes Auge. Ihr seht schwarz-weiß, ich sehe grün mittlerweile. Oh, so ist besser, oder? Ja, ihr seht trotzdem noch die schönen Polarlichter extra für euch hier. Danke für den Schenker nochmal. So, naja, ist Krebsenergie, wa? Wird man wahrscheinlich überhaupt nicht mitbekommen. Liebe oder lieber Schenker. So, wir haben, passt auf, jetzt geht's los. Habt ihr Bock oder was? Verbindung. Bindung bleibt zu Menschen immer bestehen, ja? Bleibt. Wir haben hier 3 der Stäbe. Du kannst diesen Prozess, der sich hier entwickeln könnte, momentan nicht vorhersehen. Du lässt ja aber irgendwas auf dich zukommen. Auf jeden Fall möchtest du das in der allgemeinen Energie nicht mehr so haben, denn du willst dich für diesen Prozess auch weiterentwickeln, ja? Das ist wichtig, bevor du hier in die Bindung reingehst. Ob das eine bestehende ist, eine wieder aufgelebte oder eine neue. Dieser Wandel ist für dich wichtig. Das ist wie so eine Reinigung, ja? Und bei 3 der Stäbe ist das so, jetzt darf was kommen. Du erwartest das, ja? Du erwartest das. Wir haben hier den Hierophanten mit dem Stier. Das ist wieder deine sogenannte Erkenntnis, die du gewonnen hast aus dem Prozess. Also ich denke, der Wandel hat auch wirklich sehr stark damit was zu tun, dass du hier wieder erkennst und erkannt hast, wie viel Stärke steckt bei dir drin. Wofür ist eigentlich auch mal etwas nicht so gut Laufendes? Wofür ist es am Ende doch gut, ja? Also du prägst dich hier nochmal sehr, schon fast philosophisch, ja? Ich fühle das so, du fühlst das wie Poesie, wie so ein Philosoph, ja? So sehr sentimental.
Nee, Sensivität, sensitiv. Ja, also mit allen Tiefen ist das hier so eine Erkenntnis, die hier kommt. Und wir haben hier drei der Kelche. Ich muss dir sagen, komplett gehst du hier rein in eine Gesellschaft. Du lernst sie vielleicht auch eine Gesellschaft kennen. Vielleicht spielt ja auch eine gewisse Gesellschaft eine Rolle, wo du dich trotzdem immer wieder zurückziehen kannst oder könntest, ja. Also du bist hier nicht so Mittelpunkt, das willst du auch gar nicht sein, aber hier entsteht irgendwie eine Gesellschaft oder eine absolute Leichtigkeit, eine Hochzeit für dich, das kann auch sein, mit dem gewissen Rückzug einiger Menschen, ja, die sich vielleicht wirklich zurückgezogen haben. Das könnte auch die Angabe sein, aktuell, energetisch, das, was du vielleicht länger nicht für möglich gehalten hast, durch den Rückzug einiger Menschen, die hier in Gesellschaft, oftmals bei drei der Kelche, so einen Einfluss auf dich hatten oder auch familiär oder Kollegschaft oder, ja, Menschen, mit denen du zu tun hattest. Durch diesen Rückzug dieser Menschen empfindest du hier diese Leichtigkeit, ja? Du bist wieder offen für etwas Neues, als ob du hier komplett nochmal so, was heißt nochmal, das ist wieder ein Transformationswandel, ein Weg, ja? Aber du sehnst dich hier mit offenen Armen, ja? Also du lässt es wirklich bei drei der Stäbe auf dich zukommen. Egal, wer jetzt dafür verantwortlich war, das ist ja dein Impuls, dass du dich hier wandelst, ja? Oder in so einen Wandel reinkommst. Du spürst hier irgendwie wieder eine ganz, ganz neue Energie. Das kann ich dir jetzt erstmal hier sagen. Ja, wir nehmen mal hier noch eine Map, eine Seelenmap, eine Seelenkarte für dich. Was begleitet dich auf dem Wandel? Ah, den Winterschlaf hast du mal wieder gemacht, ja? Wandelst du wieder zur Königskrabbe, 26. Also jetzt wird es Zeit. Jetzt hast du genug mal wieder geschlafen, so nach dem Motto. Mit der 8 kommst du raus, hast du ja auch gleichzeitig wieder vom Tarot, wenn wir davon ausgehen, mit der 8 die Stärke, die ja vorher ja auch drin lag. Also du musst dich wahrscheinlich wirklich erholen hier von der Phase, aber du wirst jetzt hier langsam mal wieder so Tachchen, da komme ich angekrabbelt. Bin auch ein bisschen an mir selbst gewachsen. Ihr Königskrabben, ihr wisst, ich finde den Namen immer so süß. Also dafür ist das gut. Ihr Lieben, jetzt geht es in die Richtung Liebe. Ich versuche gerade so den Punkt zu finden. Es kann natürlich sein, dass du jetzt hier mit jemandem zu tun hast, mit dem du noch zusammen bist. Wenn alles schön wäre, dann würde ich an deiner Stelle rüberspringen. Sollte hier irgendeine Schwierigkeit sein, dann bleib drin, guck an, ob es zu dir passt. Manche haben eine unglückliche Ehe, eine unglückliche Beziehung, sind demnach noch mit ihrem Gegenüber zusammen. Ja? Es kann aber auch sein, dass du einfach nur neugierig bist, wie entwickelt sich dein Gegenüber gerade? Dann muss ich dir hier dazu eben, damit du resonieren kannst, deine Energie auflegen. Es kann aber auch sein, dass du ein Single bist, ja? Also alle, die ein Gegenüber haben, würden ihr Herzchen, ihre Botschaft und auch Singles Folgendes an den Gegenüber senden. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Also du denkst, dass es hier jemand also wenn du nicht da bist, schwerer hat, ja? Du spürst hier, dass jemand Hilfe braucht. Du spürst auch hier, dass vielleicht jemand diesen Wandel, den du jetzt vollziehen wirst oder gemacht hast, dass den ebenfalls jemand macht oder bräuchte. Weil so aktuell kommt ihr vielleicht beide hier nicht rein, ja? Der Hilferuf für die Singles, dann habt es dann wünschst du dir einfach ein Gegenüber, der geheilt ist, ja? Der Hilferuf. Du hast das bekommen, was du dir die ganze Zeit ersehnt hast. Warum fuchtel ich heute hier so viel? Das mache ich ständig, ne? Fällt mir immer auf. Ich probiere mal meine Hände so ruhig zu lassen, aber irgendwie gestikuliere ich sehr merkwürdig manchmal an den Karten rum. Das habe ich schon gesehen. Also, dein Hilferuf ist demnach für ein Single angekommen. Da wird dir jemand geschickt, den du triffst, der aber auch gereinigt ist. Für alle anderen ist es eher so, ich wünsche dir, dass du das verstehst, ja. Ich wünsche dir, dass du die Wandlung auch machst, weil so kommst du momentan nicht vorwärts. Das ist so, du empfindest dieses Gebet, diese Hilfe deines Gegenübers, du weißt, da muss sich was ändern, ja.
Du kannst dir im Moment nicht vorstellen, dass man so glücklich sein könnte. Ihr Lieben, wir fragen erstmal die Engelbotschaften. In Bezug auf dein Gegenüber wäre das Folgendes. 2. Du hast hier abwarten. Was sagt dein Herz? Abwarten. Wir machen es mal so in der Reihenfolge. Was sagt dein Herz? Abwarten. Jetzt musst du dir die Frage stellen. Was sagt dein Herz? Gibt es noch eine Chance zu deinem Gegenüber? Hast du hier noch Hoffnung zu warten? Was sagt dein Herz zu dir? Fühlst du dich hier schon bereit zu sagen, ich mache meinen Weg alleine? Dann, wenn dein Herz mit dir spricht und sagt, ja, ich warte, hier lohnt es sich, dann warte ab, ja? Weil irgendwann kommt ein Impuls wo du bereit bist zu sagen, wenn dir das nicht mehr gut tut, dann gehst du alleine raus, ja? Du hast die Kraft. Für alle Singles ist das hier wirklich dieses Prüfe, was dein Herz sagt nach den Dates oder wenn du mit jemandem gerade zu tun hast, wo sich was anbahnt, immer wieder reinhorchen, ja? Reinhorchen. Was sagt dein Herz? Geh nicht zu voreilig ran, ja? Gib deinem Gegenüber hier eine Chance, würde ich sagen. Auch da wirst du die Impulse bekommen. Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das so tendenziell, ich weiß nicht, fühlt sich das schlecht an, würde ich sagen, nicht mehr abwarten, ja. Aber momentan scheint es so eine Energie zu sein, dass du hier ganz gut reinpasst, ja. Also abwarten, was fühlt und sagt dein Herz, ob gegenüber oder auch für, hört ihr das? Oh, das ist nur am Schütten, Schütten ist gar kein Ausdruck heute. Was sagt dein Herz, gegenüber und, boah. Single, ey, jetzt geht's los hier. Ich rede gleich weiter. Ich muss mich hier erstmal sammeln, kurz. So, Körperangabe. Für die Menschen, die hier ein Gegenüber haben. Für die Menschen. Gerichtsperson. Entweder wirst du entscheiden oder du wurdest entschieden. Vielleicht geht es ja auch um eine Scheidung, um eine Trennung. Vielleicht ist das jetzt so das A und O oder diese Thematik besteht bei euch. Wir haben hier ein kleines Kind. Vielleicht habt ihr Kinder zusammen, aber das könnte eben auch bedeuten, jeder geht seinen eigenen Weg. Oder wo kommt die Leichtigkeit? Wenn diese Leichtigkeit nicht mehr kommt, wenn ihr hier nicht mehr neu von vorne anfangen könnt, dann wird das Gericht, also du oder dein Gegenüber hier entschieden oder du entscheiden, dass es so nicht mehr geht, weil du die Leichtigkeit einfach brauchst, ja? Es bringt ja nichts, eine Schwere hier zu leben. Warum muss man sich das Leben immer so schwer machen? Die Gedanken interessieren dich hier ganz, ganz stark von deinem Gegenüber. Solltest du als Single hier reingucken, dann wirst du in diesem Prozess, kurzen Prozess machen, wenn sich was schlecht anfühlt, wirst du sofort entscheiden. Die Leichtigkeit brauchst du unbedingt, ja, und die Gedanken deines Gegenübers oder, ja, deines Gegenübers, ob Mann oder Frau, die werden dir hier mitgeteilt, darauf bestehst du, ja, also du legst darauf wirklich großen Wert, die Gedanken sofort mitgeteilt zu bekommen. Das sind so hier die drei Hauptkomponenten im Annähern deines Gegenübers, den du neu kennengelernt hast oder mit dem es gerade anfängt. Also die Gedanken musst du wirklich schon wissen und lesen können und auch erzählt bekommen, damit du hier die Leichtigkeit behältst. Ansonsten würdest du als Single-Mensch auch hier sofort sagen, nee, wollen wir gar nicht erst reinrutschen. Ich brauche die Leichtigkeit und damit auch dein Wissen, ja, ihre oder seine Gedanken, damit du arbeiten kannst. Wir gehen mal rein. Was denkst du im Kopf? Dein Gegenüber. Generell, was denkst du im Kopf? Es sieht mir aus, als könntest du dir schon noch mal vorstellen, hier was anzufangen. So ganz abgelebt ist es einfach nicht, ja. Hier kommt wieder diese große Chance, die Möglichkeit, Emotionen zu geben, ja. Aber es müsste wirklich neu anfangen. Das ist ja hier so eine bereinigte Energie, eine Trumpfkarte. Wenn hier bei deinem Gegenüber wieder alles aufgeräumt ist oder bei dir, dann wäre die Möglichkeit zum Fassen oder zum Greifen nah. Wir haben auch hier die Kelche. Das könnte eine Ansage sein, naja, du hast dich ja gegen mich entschieden, weil du bist ja bei irgendeiner Uschi oder bei irgendeinem Peter geblieben. Oder mir fehlt die Entschuldigung. Wenn du dich entschuldigen könntest, könntest du dir hier vorstellen, nochmal reinzugehen. Ja? Für alle Singles, Leichtigkeit, Hochzeit, du bist bereit,
das einzugehen. Du spürst bei diesen Menschen oder wenn du ihn triffst, werden da schon Gefühle hochgekitzelt werden, ja, die wirklich in die Leichtigkeit gehen. Du fühlst dich hier wieder, ob Mann oder Frau, ja, du fühlst dich hier wieder, dass hier was Neues hochkommt, dieses Gefühl wieder, Mensch, da ist eine Chance. Wir haben, ich muss immer lachen, über den Mond, ach nee, das ist die Sonne, ich muss wirklich immer lachen, dieses Bild, ja, also erschreckt euch einfach hier auch nicht, es ist alles okay, die Angabe ist in eurem Kopf, das wäre die Lösung, ja, für euch, auch wenn das jetzt hier nicht nach Lösung aussieht, aber das ist das Licht, was die Klarheit bringt, ja, Böses oder Schattiges hier wegzukriegen. Man sieht ja wirklich die eine Hälfte mehr hell, die Haare sind noch etwas dunkel, aber das würde beim Vampir natürlich Sonne den dunklen Prozess hier ablösen. Die Lösung ist da, die wäre da, in beiden Richtungen, die ich vorher gesagt habe. Wenn, ja, dann wäre das möglich. Und wenn hier sich jemand neu vorstellt bei dir, dann kann es gut sein, dass du dich hier vollkommen wohlfühlst. In deinem Herzen hast du hier jemanden zu lieben, der hart mit dir ins Gericht gegangen ist, eventuell, ja, der sehr viel und sehr schroff vielleicht auch gesprochen hat am Ende. Vielleicht auch immer mit seinen Worten das letzte Wort haben wollte, dich mit Kommunikation hier fast fertig gemacht hat. Du wusstest vielleicht auch nie, woran du bist. Das sitzt noch so ein bisschen tief, ja, Worte, Gespräche, die auch schön sein können, können auch schmerzvoll noch drin sein, was man dir vielleicht versprochen hat, wo du dich auf diesen König verlassen hast, ob Mann oder Frau. Diese Angaben generell schmerzen dir, ja, wir haben hier 5 der Schwerter und du hattest hier wirklich keine Chance, dich dagegen zu wehren. Also das hatte schon entweder megamäßige Kraft auf dich im Gefühl, dass du dieses sehr geschätzt hast, ja, dieses Gesprochene, dieses sehr Strenge schon fast, darauf standest du oder mochtest du, oder es ging wirklich in die Richtung, dass hier irgendwie alles kaputtgeschlagen wurde mit Wörtern, ja, die sehr verletzt haben könnten. Du bist einfach auch nicht mehr dagegen angekommen oder euch hat man die komplette Kommunikation genommen. Einer von euch beiden ist hier drin. Wir haben 6 der Schwerter. Also du wünschst dir wirklich so gerne, dass du diesen Menschen, den du als Herrscher kennengelernt hast, wieder erreichen könntest, ja, in die Vereinigung. Es gab doch mal diesen Zustand, wo ihr euch beide ergänzt habt. Wir haben hier die Herrscherenergie und wir haben hier eben 6 der Schwerter. Dieses, ich weiß, ich habe Probleme aufzuteilen, ich weiß aber auch, deine Probleme kamen hier mit rein, aber zusammen haben wir das immer geschafft. Wir könnten das schaffen, wenn wir beide nicht wegrennen, ja, oder einer ist hier in der Situation einfach weggerannt. Aber zusammen könnten wir eigentlich, ja, ich schaffe das oder wir könnten das schaffen, je nachdem. Das wäre dann auch wieder so, mir ist ja bewusst, dass nicht nur einer hier irgendwas vermasselt haben könnte. Für die Energie, für euch Singles, ist das ganz klar, die Kommunikation muss bei dir stimmen. Es muss auch wirklich jemand sein, der dich hier mit seiner Art verbal, auch vielleicht vom IQ beeindruckt. Ja, wir haben hier 5 der Schwerter. Schön wäre es natürlich nicht, wenn du gar nichts mehr zu sprechen hast oder man sich immer nur noch meldet, wenn du merkst, da ist irgendwie keine Kontinuierlichkeit drin. Dann wirst du hier wahrscheinlich auch schon sagen, nee, habe ich keine Lust mehr. Kann sein, dass du hier selber die Lust verlierst und sagst, okay, nur heiße Luft irgendwie hinter. Es könnte sein, aber es kann natürlich auch sein, dass dir jemand hier die Angaben gibt, ich werde auf dich aufpassen oder gibt dir auch ein vertrautes Gefühl von, du triffst dir jemanden, der weiß, was er tut. Da könntest du dir sicher sein, dass dir jemand sogar bei den Gedanken Anstöße mitgibt, ja, sich begeistert für deine Ideen oder wenn du vielleicht mal Kummer oder Fragen hast oder nach Lösungen suchst, wäre hier jemand wirklich an der Seite, der aber auch so ein Auftreten hat, von dem du das abnehmen kannst, ja. Also du suchst als Single und das ist ja nicht nur so gesprochen, weil nicht jeder mag so einen sehr stark auftretenden Menschen, aber das ist hier so deine Linie, ja. Du brauchst schon fast so eine Konkurrenz zum Provozieren, vielleicht auch so eine Grenzüberschreitung, um zu gucken. Vielleicht merkst du das auch gar nicht, dass du hier Grenzen überschreitest.
aber du tendierst hier so oder so, ja, ob gegenüber oder nicht gegenüber oder Single, du tendierst hier zum Typ Menschen, den du knacken kannst, ja, vielleicht, weil du selbst ein Krebs bist hier, kann auch sein, fällt mir gerade so ein. Auf jeden Fall faszinieren dich hier gar nicht so unbedingt introvertierte bzw. ruhige Typen, ja, also nicht gerade hier in meiner Energie, natürlich kann das demnächst auch wieder kommen. Wir gehen mal in deine Tendenz rein, was ist denn hier los? Oh ja, guten Tag, hier sind die Zahlen ein bisschen anders, ja, wir haben hier, ach so, ja, wir haben hier, glaube ich, die 22 in der Welt drin. Wir haben hier, stimmt doch gar nicht, 6 ist, ne, komm, ich quatsche hier wieder einen Nonsens, 6 ist die Zwillingsenergie, die hier auch nochmal mit reinfließt, dann haben wir hier nochmal den Widder, falls euch das wichtig erscheint und, nee, Sonne haben wir nicht, aber das war ja auch sonnig genug. Hier haben wir eine Zwillingsenergie und zwar die Liebenden mit der 6, ja? Das ist die Tendenz. Das möchtest du auch haben. Du möchtest hier ankommen, du möchtest eine Verbindung unbedingt. So lange kann es gar nicht mehr dauern, weil das ist eine Tendenz und ich lege ja jetzt nicht für nächstes Jahr 2025, sondern wenn du ein Single bist, sehnst du dich schon danach, das zu haben, ja? Und auch wenn du hier ein Gegenüber hast, ist das natürlich, ja, deine Wunschvorstellung, irgendwann wieder so eine Einheit zu bilden oder wenn es hier einen Neuanfang geben würde oder sollte, dass jemand mitzieht und wandelt, dann könntest du dir auch nochmal vorstellen, ja? Wir haben hier 9 der Stäbe. Aber nicht, wenn es so aussieht. Also du hast gelernt, deine Kraft hier einzuhalten. Ich glaube nicht, dass du es hier nochmal so weit kommen lässt. Ja, eine Verbindung sieht für dich nicht so aus, dass man hier so lange kämpft, dass man keine Kraft mehr hat und sich selbst vergisst. Das ist in der Tendenz wirklich sowas, wo du schnell abschalten kannst. Und wir haben hier den Ritter der Schwerter. Da wirst du dich sogar wehren, ja? Oder da wirst du dann auch gar nicht mehr kommunizieren. Kommt mir so rein. Für diesen Schritt wirst du irgendwie gar keine Kraft mehr aufwenden. Du wirst dir Gedanken machen über diese ganze Sache. Sollte das sich nochmal so wiederholen oder vom Gefühl her irgendwie zeigen, dass es sich nicht gut anfühlen könnte. Ich glaube, du redest hier nicht mal mehr großartig, weil dein Gefühl dann dir sagt, okay, ich nehme diesen Impuls wahr, gequatscht haben wir schon ewig, ja? Oder das Reden und die Kommunikation kenne ich, dadurch ändert sich ja nicht das Gefühl. Reden hilft zwar manchmal, aber vom Gefühl, was dann hier passiert, ja, dass du dann auf einmal wirklich kraftlos bist und dir die Leidenschaft an allem fehlt oder du die nicht mehr ausleben darfst, ich glaube, generell bei einer Zweitchance oder als Single würdest du hier sagen, nee, also Tschüssikowski, ist nicht mehr der Rede wert, hier zu reden. Ja? Ich widme meinen Kopf anderen Sachen. Ja? Da muss wieder irgendwas anderes Neues her. Das wäre jetzt erstmal so für dich. Wir gehen rein in dein Gegenüber. Natürlich sendet dir, du hattest diesen Hilferuf, ne? Dass du den Hilferuf gehört hast, beziehungsweise das Gebet. Während du hier in der Wandlung irgendwo drin bist, gibt dir dein Gegenüber Folgendes mit. Wenn es einen gibt oder der Neue, der schon wartet oder da ist oder vor der Tür steht, startklar ist. Was haben wir hier? Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also hier liebt dich jemand, würde ich fast sagen, abgöttisch, ja? Auch wenn ihr hier im Clinch liegt oder seid. Hier ist jemand, der ist sich seiner Gefühle bewusst. Und auch für die Singles, ja, das könnte wirklich ein potenzieller Mensch werden, mit dem es hier auf Dauer klappen könnte, wenn du natürlich vom Gefühl her sagst, ja, das ist es, passt. Dein Gegenüber, was, wie oder, ja, wohin leiten einen die Engelchen? Um Hilfe bitten. Diesen Hilferuf hast du ja bekommen mit dem Herzen, ja, dein Gebet wurde erhört. Hier ist jemand wirklich dabei, sich zu entwickeln oder ist vollständig ausgewickelt, vollständig geheilt, entwickelt für die Single-Menschen, die hier reingucken. Du triffst auf jemanden, der hier nicht mehr Probleme hat, seine Hilfe kundzutun, seine Hilfe. Hier äußert man, wenn man Hilfe braucht. Ja, hier macht man jedenfalls nichts mit sich selber aus. Von deinem Gegenüber, wo hier so eine Härte drin liegen kann, kriegst du einfach auch hier dieses Gebet wirkt anscheinend, ja? Man hat hier verstanden, es gibt nur eine Person, die man liebt und das ist immer noch Liebe
Und vielleicht hat man sich gegen einige Prozesse gewehrt, die du erwartet hast oder sehen wolltest oder auch nicht bekommen hast mehr. Hier ist das gedanklich wirklich so, Mensch, lass dir doch mal helfen, sieh doch mal ein, dass wirklich alles richtig war und nie böse gemeint war. Zum Beispiel, ja, von dir. Wir gehen mal rein in dein Gegenüber, was ist hier los? Also, 10 der Kelche, ja, schreit immer noch. Die Energie mit dir war jetzt erstmal das Schönste, ja. Ein Gefühl von Ankommen, ein Gefühl von, ich bin da, ich bin zu Hause, ich bin bei dir angekommen. Genau das habe ich mir schon immer gewünscht, vorgestellt. Wir haben hier den Pagen der Schwerter. Aber irgendwie war man ein bisschen vertrottelt zu sprechen. Vielleicht hat man seine Gedanken mit sich selbst ausgemacht, ja. Und was dich dann eben so genervt hat, weil du nie wusstest, woran du hier bist. Oder vielleicht hat man die Probleme bei deinem Gegenüber hier auch dadurch gar nicht wissen können, weil man hier gemurmelt hat oder unreif gehandelt hat, unreif kommuniziert hat, dass du damit überhaupt nichts anfangen konntest auf Dauer. Wir haben hier den König der Münzen. Also man strebt hier schon in allen Linien nach Erfolg, ja. Ich sag bewusst in allen Linien. Man will hier sich, es könnte auch wirklich sehr, ein sehr gläubiger Mensch sein. Jedenfalls glaubt man hier wirklich an die Göttlichkeit, ja. Das ist so dieses, man sieht sich auch nicht unterm Wert. Also dein Gegenüber hatte schon ein sehr großes Selbstwertgefühl, wenn vielleicht auch nur nach außen hin. Aber das will man schaffen, ja. Man will eigentlich wirklich hoch hinaus und das konnte man mit dir anscheinend. Ja, in Erinnerung liegt das alles hier drin, auch in seinem Wesen. Wir haben hier den Pagen der Stäbe. Vielleicht ist man hier noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist man hier ein bisschen blöde zu kommunizieren. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber vielleicht auch zu fein, sagen wir es mal so, zu fein, wirklich um Hilfe zu bitten oder zu fein einzuknicken und zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Weil sonst gibt man ja diesen König hier nicht mehr ab, ja, dann hat man ja, also hier hat wahrscheinlich jemand sehr schlecht sagen können, dass es einem schlecht geht und man Hilfe braucht, ja. Man wollte das irgendwie alleine mit sich machen, weil Page der Stäbe ist ja jetzt auch nicht so hochzeitsfähig. Also da ist irgendwie was, man hat irgendwas anvisiert, aber hat es irgendwie nicht durchgezogen, ja. Für alle Singles, das war hier ein geheilter Mensch. Da kann ich für euch sprechen, dass man hier auf jeden Fall sehr vorsichtig an die ganze Sache mit euch rangehen wird. Man will sich das nicht versauen, hat aber eben auch hier die Tendenz im Kopf, das Große, ja, das muss was Großes sein und nicht nur Larifari. Also auch hier Freundschaft plus oder sowas ist nicht so. Man tastet sich aber vorsichtig mit den Pagen bei dir ran. Man muss sich ja auch erstmal kennenlernen und einschätzen. Im Herzen haben wir hier eine Verletzung, ja. Könnte natürlich auch sein, man weiß hier gerade nicht mehr, wie man den Schmerz wegbekommt für die gegenüberliegenden Guckenden. Es könnte hier jemand liegen, der einfach auch schnell verwundbar ist und immer noch verwundet, ja. Nicht weiß, wie man das heilen soll. Ach, das war gar nicht. Da war gar keine. Oh, nicht schlecht. Zuckung. Ja, ist jemand, der nicht so geistig auf der Höhe ist, ja, ausgepowert, ausgelaugt, auch vielleicht jemand, der nicht mehr so fit ist. Ich meine das jetzt nicht grauenvoll oder so, aber hier liegt jemand, der ist einfach zu oft verletzt worden und da bist du nicht dran schuld, ja. Hier liegt einfach ein sehr kaputtes Herz, sagen wir es mal so, man traut hier selbst seinem eigenem Herz hier schon gar nicht mehr, ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum jetzt 5 der Kelche hier rausfliegt. Hier hat jemand ganz schwer damit zu tun, bevor ich abgelehnt werde, lehne ich lieber von vornherein ab und die Energie merkt man wahrscheinlich, ja, kam ganz schnell spontan raus. Man benimmt sich vor Angst, dass man abgelehnt wird, man geht nicht die großen Schritte, man hat ja auch Angst vor Konflikten, man versteht Konflikte hier, glaube ich, auch gar nicht. Und was der Mensch hier aber nicht versteht, das, was dieser Mensch vielleicht denkt, könnte man sehen und fühlen, fühltest du aber nicht und hast auch nicht sehen können, weil man sich hier so unverwundbar gemacht hat, ja? Na, wie sollte da jemand von dir da rankommen? Für alle Singles bedeutet das, dass ihr hier jemanden haben werdet, der sehr sensibel ist, ja, und der Ablehnung kennt,
darauf wird sein Herz aber geschützt werden. Ja? Also es liegt hier schon jemand, der darauf bedacht ist und weiß, wie sich das anfühlt, abgelehnt zu werden. Ich denke, hier hat jemand wirklich auch eine Wandlung hinter sich gemacht. Wir haben hier den Pagen der Kelche. Hier traut man sich einfach nicht, das ist wieder der bestehende Gegenüber von dir, mit dem du schon Kontakt hattest. Hier traut man nicht, sein Herz zu öffnen. Ja? Man findet den Anfang nicht mit Pagen der Kelche. Man flirtet vielleicht, aber merkt, da ist nie was bei, was du warst. Und man kommt ja auch nicht vorwärts mit so einer Energie. Da kann ich gar nicht weitersprechen. Das war's, ja. Drei der Kelche. Vielleicht hat man hier noch eine andere oder einen anderen in petto. Steckt hier irgendwo fest. Eine Leichtigkeit ist hier nicht zu sehen, ja. Ist aber gerne unter Menschen, unter mehreren Menschen, vom Gefühl her. Man fühlt sich wahrscheinlich auch sehr schnell allein, braucht viele Menschen um sich rum. Wir haben hier sieben der Keulen, wollte ich beinahe sagen, sieben der Stäbe. Ja, also hier macht sich wirklich jemand, ich zeige nicht, was ich fühle. Maskenträger, Maskenball. Ich lebe da, wo ich nicht mal Gefühl ausleben kann. Wehre mich dagegen, weil ich muss mich schützen, damit ich das hier wieder nicht erlebe. Kenne ich schon zu oft. Aber irgendwie, ja, ist das so ein gebrochenes Herz, was hier liegt, ja? Und euch hat man vielleicht mitgebrochen. Aber als Single kann ich hier sagen, ist das jemand, der diese Heilung schon hinter sich hat von dem Herz und der Botschaft. Das war so der Prozess, den derjenige hier erlebt hat. Wir gehen mal in die Tendenz rein. Wo ist denn hier überhaupt die Energie? Da haben wir den Mond. Die sieht auch schrill aus. Da haben wir, Fische-Energie drin, ja? Mit der 18. Also hier hat man, ich glaube... Ihr werdet ihn nicht oder sie nicht umsonst ausgewählt haben. Hier steckt ein sehr sensibler Mensch hinter, ja? Und man hat noch, man schleppt das regelrecht mit, die Erinnerungen oder auch wirklich sehr Düsteres, was hier in diesem Leben passiert ist durch den Mond, ja? Das kommt vielleicht auch immer in Phasen verstärkt nochmal hinzu. Vielleicht kann man diese Menschen deswegen durch die Launen nicht so handeln. Das müsstet ihr wissen. Wenn ihr ein Single seid, dann ist das so eine Energie, auch wieder mit sentimentalem, sehr vorsichtig umgehen, ja. Es könnte sein, dass man hier Erinnerungen noch pflegt und hegt, diese aber unbemerkt für sich ausarbeitet, also dich dafür hier nicht irgendwie mit reinzieht, ja. Das könnten auch tiefgründige Gespräche sein, die man mit dir dann voller Vertrauen führt, weil man dein Vertrauen fühlt. Wir haben hier die Königin der Schwerter. Ja, diese Kommunikation oder dieses Harte, was dieser Gegenüber brauchte und auch du, spiegelt sich hier wieder. Ja, man braucht eigentlich die Führung und Leitung von einer Person, die tatsächlich hier so, ich will nicht sagen lenkt, ja, weil das ist ja keine Beziehung, wenn einer lenkt mit Sprache. Aber in der Zukunft, das ist so die Erinnerung, da gab es jemanden, der sich für mich eingesetzt hat, da gab es jemanden, der für mich gesprochen hat, der kundgetan hat, ja. Eigentlich erkennt man hier, da gab es doch jemanden, der sich wirklich sehr laut für mich eingesetzt hat. Mit dir konnte man vielleicht auch diese Krawallgespräche machen oder führen, ja. Und wenn es dein Gegenüber ist, der Potenzielle, dann möchte man hier auch genau diese Energie gerne haben oder das wäre das Beste, dass du nicht in dich gekehrt bist, sondern wirklich auch nach außen trägst, was du denkst, ja, mit einer absoluten Ehrlichkeit. Wir haben hier sieben der Kelche. Hier wartet jemand irgendwie, ja, hier hofft und wartet irgendjemand auf das. Ich habe so das Gefühl, wenn es dein Gegenüber betrifft, dass man hier nicht versteht, dass man selber die Schritte machen muss, ja. Man hat das Schöne mit dir gesehen und man sehnt sich auch nach diesem Schönen. Man hatte das schon vor sich alles, diese schöne Welt. Aber ich habe das Gefühl, und ich will es ja nicht negativ reden, kommt mir jetzt wieder nicht mit, du redest nur negativ, ganz und gar nicht. Ja? Wer will mit negativen Legungen gerne schlafen gehen? Das ist ja auch meine Energie, die hier auf dem Tisch in meinem Raum bleibt. Aber es ist nun mal so, hier liegt jemand...
der muss verstehen, dass hier auch der Verdienst von dir drin steckte, ja. Und da muss man natürlich auch was geben. Und das ist es nämlich letzten Endes, ja. Man hat schon fast dafür gesorgt, dass hier dieses Ende vorhersehbar war, so wie man sich vielleicht benommen hat. Oder das muss hier verstanden werden. Ich muss dafür was tun, damit du mich wieder empfangen würdest, überhaupt erstmal. Und ich müsste mich hier auch komplett ändern als Mensch. Hier müsste es wirklich einen Abschluss geben, wo ich sage, der Neuanfang, Ass der Kelche, was bei dir lag, könnte ich mir vorstellen, ja. Also man muss hier so ein bisschen aus dieser Traumwelt hier raus, ja. Hier scheint irgendwie nicht das gelaufen zu sein, was derjenige hier in der Zukunft so verarbeitet. Man wird hier reinkommen und sagen, ja, irgendwie muss ich mich mal auch neu wandeln und neu richten. Ja, es kann sein, dass hier ab diesem Punkt jemand auch so eine Transformation einfach macht. Und für euch Neuen ist das hier, man hat das Ganze schon beendet, ja. Also man wird hier auch niemals irgendwas hochholen, wenn man mit dir hier Sachen bespricht, sind die wirklich im Vertrauen, aber auch mit Sicherheit beendet. Man hat das gesehen, dass es nicht mehr funktionierte, es teilweise schön war, aber das hat mit euch beiden definitiv nichts mehr zu tun. Das ist einem bewusst. Man spricht einfach nur gerne mit dir über das Geschehene. Aber man weiß, wo man hingehört. Das ist Vergangenheit, das ist Geschichte, ja. Wir haben hier jemanden, den Pagen der Kelche. Das ist, man kommt hier wirklich langsam rein. Man flirtet ernsthaft mit dir und dein Gegenüber versucht vielleicht, sich wirklich nochmal zu melden. Sich langsam an dich ranzutasten, ja. Merkt zumindest, irgendwie kann man hier nicht von dir loslassen. Das sind so die Impulse, die reinkommen. Ich würde gerne, ich könnte mir vorstellen, ja. Dann haben wir hier den Eremiten noch drin mit einer Jungfrau. Hier den Skorpion, falls ihr es wissen wollt. Rückzug und die Chance dazu zu greifen und das wirklich umzusetzen. Das wäre so eure Geschichte von deinem Gegenüber und dir, ja. Also man hat die Chance dazu zu greifen. Das liegt natürlich jetzt in der Hand deines Gegenübers, wenn man das verstanden hat. Diese Zeit, diese Zurückgezogenheit, dieses in sich kehren, nachdenken, den ganzen Prozess nochmal hochrollen, könnte dafür sorgen, dass man hier wirklich nochmal die Chance ergreift, das mit euch zu versuchen umzusetzen, sich zu ändern, ja. Als neuer oder potenzieller ganz normal, ja, man hat sich hier zurückgezogen. Wenn man dich hier wirklich tiefer kennengelernt hat nach dieser Flirterei, ist man sich absolut sicher nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Man will dann das Große mit dir angehen. Das ist ganz, ganz einfach, ihr Lieben. Oh, irgendwie, ich werde bald blind. Ich muss das anders aufstellen, obwohl es sehr schön aussieht hier. Ich sehe es ja immer am Rand. Ihr Lieben, jetzt kommen wir in den Beruf rein. Den machen wir nur kurz. Die meisten sind ja da gut aufgestellt, beziehungsweise brauchen da auch nicht so die Klärung. Lieber Krebs, deine Affirmationskarte für Beruf, Finanzen. Was haben wir? Es ist leider zu viel, 3. Seid mir nicht böse, ist ja auch keine rausgesprungen. Aber jetzt. Wir haben hier die 59, Quersumme 5. Für mich wendet sich immer alles zum Guten. Es gefällt mir zu wissen, dass sich alles immer weiterentwickelt. Und auch wenn es an diesem Ort vieles gibt, was besser sein könnte, so ist das doch kein Problem, weil der Ort, an dem ich bin, sich ebenfalls ständig verbessert. Es gefällt mir zu wissen, dass in dem Maße, wie ich hier nach den besten Dingen suche, diese Dinge in meiner Erfahrung immer vorherrschender werden. Es macht Spaß zu wissen, dass sich für mich immer alles zum Guten wendet und ich, wenn ich auf Hinweise darauf achte, jeden Tag mehr dieser Hinweise entdecke. Vielleicht bist du auf Entdeckungsreise gerade in deinem Job, ja? Das kann gut möglich sein. Wir gucken mal rein. Es kann jetzt nicht auf jeden zutreffen. Das sind so 3, 4 Bereiche. Entweder guckst du dich nach denen um oder steckst genau da drin, weil du genau das machen möchtest. Wir haben hier beruflich, finanziell, gucken wir mal, Licht und Liebe. Deine Aufgabe ist es, göttliche Heilung und Liebe in diese Welt zu bringen. Vielleicht machst du auch was spirituell, ja?
Musik ist wieder sehr stark hier im Kommen bei dir. Hier haben wir deine Verbindung mit Musik. Ist Thailand für dich und andere? Auch hier wieder, vielleicht liebst du bestimmte Musikrichtungen, Musikstile, Texte, irgendwas, eine Eigenart. Vielleicht, naja, okay, beruflich jetzt mit Musik kann aber natürlich sein, ja, oder Texte. Keine Ahnung. Musik. Vielleicht kannst du am besten arbeiten in Musik, ja. Also es könnte wirklich hier in Sachen Musik alles betreffen. Wir haben Reisen. Das Reisen ist Teil deiner Lebensaufgabe. Reisen speziell. Für mich auch Entdeckungsreise in den Berufen, die du schon gemacht hast, ja. Ich glaube nicht unbedingt, dass du einen und denselben Beruf ein Leben lang gemacht hast. Das wäre jetzt ein bisschen... Ja, würde irgendwie von meinem Impuls gerade nicht so reinpassen. Ein Job, das Leben lang. Also du bist hier schon sehr auf, hier muss was passieren. Ja, auf jeden Fall bist du kein Mensch, der hier so einen Langeweile-Job annimmt. Wobei Langeweile ist ja auch wieder relativ für jeden. Aber hier ist irgendwie so Action-Action, ja. Hier ist irgendwas drin. Wir gehen mal rein. Entweder sehnst du dich wirklich nach den Bereichen oder hast deinen Platz hobbymäßig und hast vor, irgendwas hier beruflich in die Berufung zu machen, die Richtung ändern, wird dir hier geraten, falls du das fühlst. In irgendetwas die Richtung ändern, wird dir geraten. Vielleicht hast du auch die Richtung geändert. Was haben wir noch? Wuppa. Nö, das war's, die Richtung ändern. Jetzt gehen wir noch rein mit Kipper. Gucken wir mal da. Was kommt hier raus? Kummer und Widerwärtigkeiten. Vielleicht hattest du einen Job oder mit Finanzen Kummer und Widerwärtigkeiten. Vielleicht ist hier nicht sowas gekommen, was du dir vorstellst. Vielleicht wurde auch nichts anerkannt, wo du denkst so, hä, hier gibt es eine falsche Person, die vielleicht auch dir gegen den Job gesprochen hat in deinem Leben oder Intrigen auf der Arbeit und wir haben hier einen guten Herr, der dir aber beisteht, ja. Also es könnte sein, dass sich hier jemand noch unterstützt, fördert, dass hier jemand hinzukommt oder dass du eben weißt, wovon ich spreche, ja. Wer ist dieser gute Herr, der dich hier fördern würde? Kann auch ein Vater sein, der sagt, Mensch, ja, hast alles richtig gemacht und ein anderer meckert dagegen. Also es ist hier wirklich so eine Linie, wo du eine Richtung ändern solltest, ja? Welche ist das? Aber nur, wenn ihr hier drin seid, ja? Nicht, dass ihr mir hier einen Job kündigt und sagt so, ey, du hast gesagt, das muss von euch alleine rausspringen. In welcher Energie befindet ihr euch dann? Oh, die wilde Weiblichkeit. Also es könnte wirklich passen, dass ihr dann den Impuls bekommt, also jetzt mache ich's, ja. Ich warte hier nicht mehr lange. Das ist wirklich so ein Vorreiter. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich damit verdiene oder an mir zurückgewinne oder für mich zurückgewinne. Diese Energie, wilde Lilith, ist dafür, oder Lilith, Lilith, ne, lateinisch, keine Ahnung, ist dafür zuständig, dass ihr dann wirklich so die Richtung ändert, ja? Hier passiert irgendwas in Bewegung. So der erste Impuls, der erste Schubser, das könnte so sein. Wir gehen in die Klärung rein. Welche Klärung beschäftigt euch? Stellt euch die Frage im Kopf, die Klärung, mit der ihr es zu tun habt. Ich sage ein Beispiel. Kommt mein Brief positiv oder ist er positiv für mich gestaltet? Wenn ja, wie oder irgendwie so, ja? Wie habe ich gute Chancen? Könnte ich hier irgendwas aufhalten, wenn ich so oder so? Wir haben hier in der Sache, gib auf. Da tut mir natürlich leid, ja. Gib auf, vielleicht hier nichts mehr unternehmen. Das Ding wird sich alleine regeln. Oder wirklich gib auf, wenn es eine Frage war, wo du dir selber gerade so denkst, so, ja, ich weiß. Da musst du aber auch mit rein, ja. Und das kann auch nicht auf jeden zutreffen. Warum rät man dir das? Gib auf. Weil das ein Schatz der Erinnerung ist, ja? Mit der 18 Quersumme 9. Du hängst hier vielleicht irgendwo drin, wo du nicht von weg möchtest, ja? Wo du schwer Abschied nehmen kannst von dieser Klärung. Vielleicht gibt es keine Klärung mehr hier. Wir gehen mal rein in die Kipperangabe. Was haben wir hier? Arbeit, Beschäftigung. Entweder hier irgendwas aufgegeben, was mit Arbeit, Beschäftigung zu tun hat,
Rentenbescheid und. Wir haben aber auch hier dann wieder eine Herrscherperson, könnte ein Chef sein oder eben der Mensch, der dich fängt, wo du dich loslassen kannst. Und vielleicht wäre die Klärung hier generell die Zusammenkunft gewesen, wo man dir aber sagt, hey, das ist ein Schatz der Erinnerung, ja? Behalte das Schöne für die Erinnerung, gib aber in dieser Klärung hier auf. Das klingt für mich fast so, und es tut mir leid. Nee, nicht meckern. Es tut mir leid, wenn ich das so sage, wie ich es deuten soll, ja? Vor allem, naja, ich sag's doch. Man verlangt manchmal, es sind nicht viele, aber viele wollen immer was Schönes hören. Und ich sag dann so, bei gib auf, gib ran oder gib hoch, was soll ich denn daraus reden? Also ich glaube, die Menschen, die immer denken, man quatscht hier nur Negatives, die wissen nicht, wie das ist, welche Impulse man hier aussendet, damit man überhaupt hier was versteht. Ja? Was soll ich denn hier Schönes reden? Gib auf. Was Neues kommt, natürlich, das ist ja die Voraussetzung, ja. Aber für mich ist es schön, dir hier klar zu machen, du musst jetzt mal loslassen. Weil die nächste Karte war ja eben auch gleich, ohne dass ich hier was niedermache. Das ist der Schatz der Erinnerung, ja. Du hast schon Großes, an was du dich erinnern kannst. Nimm das mit, behalte das, mach dir nicht noch die Erinnerung kaputt. Das ist dein Schatz. Aber gib auf, ja. Entweder klärt es sich alleine für dich, aber stecke hier nicht deine negative Energie oder deine Kraft hier noch rein, ja. Es muss auch was zu dir kommen, wenn es zu dir gehört. Und das ist eben so das, wo man sehr vernünftig mit umgehen muss, mit diesen Legungen hier. Weil ich denke, das bringt euch hier viel mehr, als wenn ich euch hier einen Gib-Aufsatz so erkläre, der überhaupt nicht draufsteht, ja. Da würdet ihr auch denken, was erzählt sie denn hier? Wird alles schön, gib auf. Natürlich wird dann vielleicht auch sehr vieles schöner werden. Aber zu der Klärung war das jetzt passend mit dieser Botschaft, ihr Lieben. So, ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen etwas mitnehmen, von jedem etwas. Das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ihr wisst das, ja? Auch wenn hier nichts gestimmt hat, wichtig ist die Gesundheit, ihr Lieben. Macht's gut, bis bald. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.